Meiner Generation wird oft vorgeworfen, dass sie sich schlecht benehme, keine eigene Fantasie mehr entwickle und sich sprachlich nur noch, naja, in Bruchstücken äußere. Doch genau das Gegenteil bewiesen am vergangenen Wochenende die 13-Klässler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Denn dort stand der alljährliche bunte Abend auf dem Programm, welcher auf dem Eberswalder Gymnasium schon zu einer wahren Tradition geworden ist. Mit einer gehörigen Portion Humor nahm die diesjährige Abschlussklasse ihre vergangenen 13 Schuljahre auf die Schippe und stellte ein abwechslungsreiches und ebenfalls kulturell geprägtes Programm zusammen. Was war denn jetzt genau das größte Problem, das ihr hattet jetzt bei der... Na, diese ganzen Übergänge, also dass es schnell genug klappt, bis die Nächsten dran sind und ja, vor allen Dingen... Dass die Sachen auch ordentlich geprobt sind und dass nicht zwischendurch Löcher entstehen, wo keiner irgendwie was sagt oder so. Fast erwachsene Schüler kamen da auf kleinen Spielzeugautos in die Vorführung gefahren und ließen jeden noch einmal in alten Schulerinnerungen schwelgen. Auch für alle zugeschnitten. Vor allen Dingen fand ich das schön, dass auch das mal angesprochen wurde, was sonst im Schulleben nicht so, oder bei uns früher durfte sowas oder vieles nicht gesagt werden, was nicht angesprochen wurde. Und das finde ich auch schön. Mit viel Beifall wurde vor allem der Beitrag von Christian Menzel belohnt, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, mit seiner Band den Klassiker Am Fenster von City darzubieten. Doch wenn es heißt, 13 lange Schuljahre zusammenzufassen, dann müssen gerade auch die Lehrer damit rechnen, einmal eins ausgewischt zu bekommen. Wir haben ja in Sie schon nicht so dargestellt, wie er wirklich ist. Und ich weiß nicht, also es war vielleicht etwas speziell. Also für die, die dann Herrn Sie schon kennen, aber ich hoffe mal, war trotzdem in Ordnung. Herr Sie schon. Ich möchte auch mal die normale Schule allein. Doch Gott sei Dank schien sich dabei niemand zu sehr auf den Schlips getreten und so können auch die Hauptdarsteller aufatmen und beruhigt der letzten Abiturphase entgegenblicken. Hat mir gut gefallen, sieht man wieder, was für Talente vorhanden sind und Jakob und einige andere werden das Abitur nicht bestehen. Fanden Sie sich denn positiv dargestellt erstmal? Ja, obwohl es ist ja mal das genau genommen worden, was ich eigentlich nicht mache. Keine Schokoriegel verteilen und so weiter, aber... Wer mich kennt, weiß Bescheid. Nach der ersten Hälfte des Programms warteten die Veranstalter dann auch noch mit einem selbst zusammengestellten Buffet und schon kaltgestellten Sekt auf, wodurch die Gemüter der Zuschauer noch ein wenig mehr angeheizt wurden. Genauso schwungvoll wie der erste Teil aufhörte, ging es dann nach der Pause auch gleich weiter. Und bei einer gelungenen Tanzpräsentation einiger Mädchen mussten sich die Herren der Schöpfung wieder einmal mehr der Emanzipation der Frauen ergeben. Gut an kam beim Publikum auch die zahlreichen Sketche, die dargeboten wurden. Aber auch schon fast traditionelle Programmteile wie das Rope-Skipping und der Auftritt der Schulband fanden großartigen Anklang. Ja, also mir hat es ausgezeichnet gefallen. Vor allem diese Verknüpfung vom Schulalltag mit den Spitzfindigkeiten und Feinheiten, die über die Lehrer hier preisgegeben werden. Und überhaupt, ich fand auch ganz stark die Rope-Skipper beispielsweise, die wirklich noch nichts verlernt haben von dem, was sie damals jahrelang sich antrainiert hatten. Also toll. Ich kann nur sagen, ein Glück, dass ich pünktlich hergekommen bin. Jede Minute, die versäumt worden wäre, wäre schade gewesen. Also ich bin total begeistert. Der Jahrgang spricht also für sich, muss ich sagen. Sehr gut. Wir machen es schon mehrere Jahre hier mit und es war ganz toll. Ich bin selber Lehrerin hier gewesen, 35 Jahre lang, und da weiß ich, was für Arbeit dahinter steckt. Und das ist toll gewesen, finde ich. Schön war aber auch, dass die Schüler bei ihrer Planung ebenfalls die alltägliche und schwer schuftende Putzkolonne der Schule mit einbezogen, deren Arbeit im normalen Schulalltag nicht allzu oft gewürdigt wird. Mit viel Applaus und großem Lob musste dann jedoch auch dieser Abend einmal zu Ende gehen. Und wenn Sie am vergangenen Wochenende nicht die Chance hatten, dieses bunte Programm unter die Lupe zu nehmen, oder unter denen waren, die aufgrund von Platzmangel nicht mehr in die Aula gelassen wurden, haben Sie am kommenden Freitag, den 12. März um 19 Uhr, noch einmal die Chance, der dann endgültig letzten Vorstellung zu lauschen.